Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Stadtinneren unweit des Marienplatzes zusammen mit Fritz Fenzel. Ein Mensch, der in München viel zu selten im öffentlichen Stadtbild in Erscheinung tritt, eigentlich immer nur so eckert. Wenn der erscheint, dann immer so eckert. Aus ganz vielen Papierseiten gebunden, in Leinen oder auch nicht, Herr Fenzel. Zwischen Papierdeckeln und Buchdeckeln, ja. Wie ist es so, wenn man Schriftsteller ist? Ist es nicht irgendwie ernüchternd, wenn die Menschen immer nur von einem in Büchern lesen wollen? Es hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, man darf dabei älter werden. Also die benutzen dann immer so Konten. Auf dem Rücken hat man oft genau. So Konterfeiser kleines drauf. Genau, ja. Das ist vor 20 Jahren als noch die sind im dann immer die Jüngeren. Sind, also da tun es die Schauspieler tun sie da schwerer, ja. Weil da darf man nicht altern. Ich muss mich nicht botoxen zum Schreiben. Das ist großartig. Ist alles echt. Damen und Herren, und der Fritz Fenzel, Staatsschreiber seines Zeichens, ist nun gerade dabei, eine Idee zu entwickeln über ein neues Buch, das erscheinen könnte. Erscheinen könnte und wahrscheinlich irgendwann auch erscheinen wird. Und da geht es um Überlebensplätze, weil die Leute immer mehr Angst haben, immer mehr verunsichert sind, aus verschiedenen Gründen. Kriegsgeschehen, vergangenes Corona, wirtschaftliche Lage, Selbstsucht, die ja immer in den Abgrund führt. Also, wenn schön. Sie die Leute wirklich selbst finden würden, die Selbstfindungsübungen machen, ah, ja. Dann sind die natürlich verunsichert und suchen Plätze, wo Sicherheit gewährleistet ist. Unser Eins denkt ja immer, wenn er an Überlebensorte denkt, an den Zivilschutz, an den Bunker. Mhm. Bis jetzt nur noch einen unterm Hauptbahnhof gibt. Das ist aber das nicht ist mein. Also der körperliche Bunker nicht. Die heute natürlich auch, das sind auch Überlebensorte, heute meistens kulturell genutzt. Aber wir meinen wirklich Orte, wo man hingehen kann, wo auch nachweislich nichts passiert ist bis jetzt, also auch nichts passieren wird. Da werden Sie dann mathematisch gebildete Menschen aufschreien. Ja, aber das gibt es doch gar nicht. Da, wo bis jetzt nichts passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, am allergrößten. Eben nicht, das haben wir erzählen lassen von Kriegsteilnehmern. Okay. Die sind immer in Bombentrichter reingekupft, weil da, wo die Bombe gerade eingeschlagen ist, schlägt die nächste nicht ein. Ja, aber das ist doch genau das, was Sie sagen. Ja. Verstehst du? Da ist schon mal eine explodiert, da haut es nicht nochmal eine zweite rein. Eben. Also sollte man doch auch meinen, wenn ich einen Überlebensort suche, dann suche ich mir nicht einen Ort, und nichts passiert, schon obwohl mir schon ganz Schreckliches passiert. Wo schon war ganz, ja, um Gott, das wäre sehr zynisch, wo ein Flugzeug abgestürzt ist, wird wahrscheinlich keins mehr genau drauf ab. So ist es nicht gemeint. Aber wie haben Sie das dann vorgestellt oder was? Wie gehen Sie dann bei der Auswahl von solchen Plätzen vor? Weil was das Schöne ja an Ihren Büchern ist, man kann die ja bereisen. Das heißt also, ja, man eigentlich, kann hingehen. Man kann hingehen. Eigentlich sind ja Sie praktisch das, was Sie schreiben, so eine Art Reiseführer. Ne? Reiseführer, ich bin ein Beweger. Also ich mag die Leute wirklich bewegen, dass nicht nur das Buch lesen, sondern Hingänger. Und das ist wahrscheinlich auch mein Geschäftsmodell. Ja, ja. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Mit alten Büchern drauf kommen, dass der Platz bei gotischen Domen zwischen den Türmen ein Überlebensplatz ist. Also da passiert nie was. Wenn der Dom nicht schon eingestürzt ist beim Bau, dann steht er bis jetzt. Und das hat bestimmte Gründe, der Platz, das wissen der Baumeister, aber auch die Ausrichtung. Ja, ja. Und auch hier haben wir es in München, der Dom ist ja voll getroffen worden. Da hat man den Himmel gesehen, aber die beiden Türme sind stehen geblieben. Der Dom ist ja ganz woanders, der weiß ja praktisch diese Richtung 200. Ja. Warum sind wir denn hier für Heilig Geist? Da ist das Gleiche, weil da ist ein Spital gewesen und da ist also diese heilende Energie. Und der Heilige Geist ist etwas, das immer zum Überleben Kraft spendet, weil der Geist ist ja unsterblich. Also wenn es um einen Geist geht, ist er nicht zufällig. Ob es jetzt an den Glauben oder nicht mit der Taube, das spielt keine Rolle. Aber der Körper ist vergänglich, der Geist ist es nicht. Das verstehe ich, aber ja hier im Spital, das war ja ein Platz, wo Leute wieder zum Sterben gegangen ganz sind. Ganz genau. Und darum ist man hier relativ sicher. Und so viel ich weiß, ist da auch im Bombenkrieg hier an der Stelle weniger los gewesen. In der Nähe schon. Der Viktualienmarkt ist natürlich eine andere Art von Überlebensort, weil man da Lebensmittel Speis und Trank Speis und Trank geboten wird. Aber das ist dann mehr das Materielle.
Und dann ging es also her und jetzt haben sie die Idee und dann schreiben sie dazu einfach mal ein paar Seiten und aus denen setzt sich dann letztlich das Buch dann ganz zusammen. Genau. Und ich glaube, es ist altes Wissen. Also ich wälze da schon alte Bücher. Die Kirche hat dieses Wissen gehabt, wenn es zum Beispiel Auferstehungsorte sind, also Christi Himmelfahrtskirchen, Marienwallfahrtsstätten, wo Maria aus dem Sarg aufsteigt zum Himmel, wo also die Energie nach oben symbolisiert ist, ist es ein Überlebensplatz. Ich habe einmal da ganz ein interessantes Erlebnis gehabt. Also das zum Beispiel, das ist ein Arschloch. Der hat das gerade Fuck Munich gesagt. Sehen Sie, da hinten läuft er. So schauen Deppen aus. Ja, echt, so schauen wirklich Deppen aus. Fuck Munich. Na, da haben sie ein Bild, da habe ich mal mit dem eine Sendung gemacht über Wunder. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie sehen Sie das jetzt als Kirchenmann? Weil ich habe jetzt so Wunder immer als etwas gesehen, was vorbei ist und was jetzt nicht normal ist und so ein bisschen aus dem Allgemeinen rausragt. Sagt er zu mir, Herr Griebel, sagt er, das ist bei uns in der Kirche ganz normal. Das ist etwas, was so im täglichen Geschehen eigentlich völlig oft vorkommt und ganz normal ist. Da muss man wirklich sich einmal drüber im Klaren sein, dass die persönliche Sicht, die man als Mensch in sich trägt und die praktisch die Perspektive auch bestimmt, mit der man die Welt sieht, ja keine Allgemeingültigkeit hat. Gell? Da muss ich dem Anselm absolut recht geben, der mir übrigens getraut hat, zusammen mit dem Odo Illo Lechner damals und meine Tochter getauft. Ich habe ja auch Theologie studiert und da wird das Wunder eigentlich zum Alltäglichen. Man wundert sich dann nicht mehr. Es muss nicht passieren, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Eben am Ort, zur richtigen Zeit. Und diese Komponenten Ort und Zeit, wenn sich kreuzen, der berühmte Kairos, das griechische Wort, der rechte Augenblick, das ist ein Gott, der rennt wie der Hermes, hat hinten einen Zopf, hinten hat er und da kann man nur packen, wenn man rechtzeitig zupackt. Daher das Sprichwort, die Gelegenheit am Schopf packen. Ah, vom Kairos? Ja, ja, das kommt vom Kairos und dann kann man festhalten, diesen rechten Augenblick und dazu muss man am rechten Ort sein, zur rechten Zeit und bestimmte Orte, auch in München, begünstigen das. Und jetzt gehen wir an einen Ort, wo vielleicht auch der Kairos schon mal gewesen ist. Weiß man's. Oder jemand am Schopf gepackt wurde und dort sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Höffner, immer besser. Jetzt 40% Rabatt auf Möbel und Küchen. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Mehr auf höffner.de. Kann man das lernen, schlagfertiger zu sein? Ja. Gesundheit ist der Dreh- und Angelpunkt für ein glückliches Leben. Design füllt Technologie mit Leben. Und doch ist es viel mehr. Jeder Mensch kann und soll singen. Versuch mal, einen anderen Weg zu gehen als den der Schauspielschule. Schreib kein Buch für jemand anderen. Schreib es für dich. Man kann alles lernen, alles im Leben. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, es ist gerade 12 und es geht dann ein kleines berühmtes Glockenspiel los, über was wir aber heute nicht sprechen möchten, sondern wir werden über Heilsorte reden. Über Heilsorte, über Lebensorte. Über Lebensorte. Mhm. Warum sind wir dann hier beim Drachen? Weil der Drachen verschiedene Funktionen hat, aber auch eine Überlebensfunktion. Wenn man da anschaut, er hat eine Flügelspannweite von 3 Meter und ist hier in seiner Funktion als Pestdrachen. Man muss wissen, in München und in anderen Orten auch war im 16., 17. Jahrhundert eine verheerende Epidemie, wo von 3 Leuten 2 tot waren. Na echt, so viel waren das? So viel waren das. Und wer das überlebt hat, war traumatisierter, man hätte sagen. Also da war immer in der Familie mindestens einer tot.
Und dann haben sie die Leute halt gar nicht mehr auf die Straße getraut. Und wie es dann besser geworden ist, haben die Schäffler diesen berühmten Tanz aufgeführt. Also und deshalb ist überall gleich der Schäffler-Tanz zu sehen. Ganz genau. Und drum Überlebensort, weil der Pestdrache, dem hat man den giftigen Pestatem zugeschrieben. Mehr hat man nicht gewusst. Und wo der hinbläst, ist Tod und Verderben. Aber auf der anderen Seite ist jetzt wieder das Leben. Und tatsächlich ist es ein Ort, an dem unglaubliche Energie herrscht. Das sieht man dem Ort noch nicht an, weil es hässlich ist durch den U-Bahn-Aufgang. Aber es ist die Kreuzung zweier Hauptkraftlinien, nämlich Nord-Süd und Ost-West. Also die Kaufinger-Sendlinger Straße mit der Ludwigstraße oder Leopoldstraße. Und hier werden auch immer besonders gute Geschäfte gemacht. Zum Beispiel der Donisel wird immer ein Goldgrüm sein. So verrückt auch das die muss Führung bei der Reihe sein sagen. Genau. Aber das ist interessant. Das heißt also, die haben die U-Bahn und die S-Bahn in Kraftlinien nachgebaut. Ganz genau. Die folgen diesen Kraftlinien. Und was ist das für eine Kraftlinie? Was ist da drin? Oder was ist das für eine Kraft? Das ist jetzt das Urwissen dieser Kraftort. Nicht Ideologie, sondern eines alten keltischen Wissens. Es gibt Orte, an denen die Erdkraft stärker ist und lebensbetonender. Es gibt auch Orte, die lebensverneinend sind. Okay. Über die reden wir hier nicht. Okay. Aber diese Kraftorte stehen miteinander in Verbindung, und zwar durch kerzengerade Linien. Und die kerzengeraden Linien sind meistens mit Drachen oder Schlangen bezeichnet. Drachenlinie, Schlangenlinie. Und das ist eine lebensführende Kraft. Und wo sie diese Kraft kreuzt, da kann man die Energie spüren bzw. sogar ausleiten. Das haben die Kelten gemacht mit diesen Menhiren, mit den länglichen Steinen, die der Obelix immer mitschleppt, weil er zu viel Kraft hat. Und das können sie an ihrem Körper, gibt es genauso Körpermeridiane. Und wenn sie an der richtigen Stelle eine Nadel setzen, können sie die Energie ausleiten zum Heilen. Und darum sind das Akupunktur mit Obelix in Verbindung. Ganz genau, Bei Nord-Süd kann ich mir das ja vorstellen, weil ich meine, diese ganzen Magnetfelder oder Magnetlinien, genau, des Erdmagnetfeldes, die laufen ja alle so. Genau. Aber dass so auch was läuft, das ist mir neu. Das ist so, da kann man nachweisen. Und auch wenn man die großen Städte anschaut, wie die gebaut sind, haben die immer diese Kraftlinien. Oder die Sterne, wie Place Étoile in Paris, sternförmig. In dem, was ich gerade gesagt habe, zwischen den Türmen, die Linie ist eine Nord-Süd-Linie, weil jede Kirche ist geostet. Das heißt, das Hauptportal ist im Westen und die Türme stehen dann immer südlich und nördlich. Aber das hat ja was mit der Sonne zu tun. Ganz genau. Da haben die praktisch vom Magnetfeld und nichts gewusst dort. Ganz genau. Das ist ein Erfahrungswissen. Und das kann man aber tatsächlich nützen, wenn man an bestimmten Orten sich aufhält. Es ist ja nicht immer gleich Krieg oder Pandemie. Aber man kann dann Kraft schöpfen. Und Überleben ist eben auch Leben, besser leben, gesünder leben. Wer mehr Kraft hat, hat mehr Chance, dass er überlebt. Das ganz ist sogar genau. Ganz einfach nachvollziehbar. Weil das ist nicht nur körperliche Kraft, sondern eben auch geistige Kraft. Wir waren ja gerade an der Heiliggeistkirche. Man kann sich ja gut unter diesen Drachen drunter stellen. Wann ist denn da die beste Zeit, um selbst mal für sich herauszufinden, ob mir so ein Ort, ob der mich kräftigt oder ob er mich extra eher zirkt oder sowas? Das habe ich schon ausprobiert. Das ist ungefähr um 11 Uhr abends, wenn es nicht gerade Winter ist und man friert. Aber jetzt im Sommer, also ab und zu mit der Bekannten da stehen, dann merkt man es. Weil da einfach alles sich beruhigt hat. Und die vielen Touristen jetzt, die sind ja auch energetisch aufgeladen. Oder gerade läuft es Glockenspiel. Man sieht diese Energiewolke richtig von den Zuschauern. Aber also, jetzt probieren Sie es aus, ob Sie Energiewolken da sind. Mit der Kamera rum und schwenkst mal wieder Leute drüber. Haben wir die Energiewolkensicht? Also schon, weil die schauen alle in eine Richtung. Ist eigentlich faszinierend, wie da menschliche, mentale Energie gebündelt ist in eine Richtung. Nämlich hoch zum Rathausturm. Und wenn dann der rote Ritter den blauen Ritter trifft. Dann sind meine Kinder alle gesagt, das tun sie halt nicht mehr. Nimmer. Ich meine ja, der bayerische Ritter, den österreichischen Ritter, fällt. Aber ich interpretiere es immer so, dass die Blauen die 60er wieder mal gewinnen. Das ist schön. Also Damen und Herren, Sie sind heute Zeuge, wie so die Ideen für ein Buch
beim Buch entstehen, das vielleicht so ein Ort, zwei Jahre dann im Handel erhältlich sind. Und wenn Sie das dann im Regal stehen sehen und dann vielleicht sogar noch sagen, okay, ich nehme es mir raus und schaue mir nach, wenn es interessiert. Ne? Dann erinnern Sie sich an den Augenblick zurück, als Fritz Fenzel uns über seine Pläne berichtet hat. Genau. Ich wünsche einen schönen Abend, Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und Servus. Und Servus. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.